eingepfropft. Lasst euch von keinem Menschen und keiner Lehre der Kirchen der Menschen in die Irre führen. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 2. Februar 2007 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy. Für Timothy und für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr zu seinem Diener. Timothy, warum flehst du den Herrn, deinen Gott, an? Habe ich dir nicht deinen Herzenswunsch erfüllt? Hör auf, den Geist zu unterdrücken und befreie dich von dem Zweifel. Denn Zweifel ist dein Feind, ein cleverer Gegner, ein falscher Zeuge. Das Werk des Bösen in einem Versuch, deinen Weg vor mir zu versperren. Deshalb verwirf all die unfruchtbaren Werke des Teufels und umarme das, was ich dir gegeben habe, und du wirst sicherlich errichtet sein. Lass nicht zu, dass Zweifel und Angst dich noch länger beherrschen. Du musst dich mir zuwenden und glauben, denn alles, was ich gesprochen habe, wird sicherlich geschehen. Und doch fragst du wegen diesen Dingen, die im Buch der Offenbarung geschrieben stehen, und wegen den 144.000. Warum bezweifelst du solche Dinge? Habe ich nicht zu dir gesagt, du bist der Welt und wirst nicht wieder abgewählt werden? Deshalb höre zu und verstehe auch. Ich respektiere keine Personen, denn alle in dem Messias sind ein Leib. Also ist deine Bestimmung weder durch Abstammung noch durch Vererbung entstanden, sondern durch den Messias. Deshalb, wen ich erwählt habe, den habe ich erwählt, ob sie von den Heiden sind oder von der Linie Israels. Da gibt es keinen Unterschied. Ich bin der Herr. Und was ist mit jenen aus Israels Linie, die den Messias ablehnen? Sollen sie für mich gehen? Sicherlich nicht, denn sie sind abgebrochen bis zu jener Zeit, wo ich wähle, sie wieder einzupfropfen. Ich bin der Herr, und wenn ich einen wie dich erwähle, Timothy, den ich aus den Heiden gepflückt und eingepfropft habe, bist du dann nicht der gleiche wie jene, die im Olivenbaum bleiben? Von der gleichen Familie, Söhne und Töchter Gottes, durch das Blut des Messias, ein Volk für meinen Namen? Noch einmal, nur jene, die vereint sind mit dem Messias, sollen für mich gehen. Denn wenn du in die Familie von Abraham adoptiert bist, dann bist du von Abraham. Wenn ich dich in den Zweig von Levi eingepfropft habe, dann bist du von den Leviten, und als ein Levite sollst du dienen. Und wenn du aus dem echten Weinstock wächst und ich selbst dich beschnitten habe, dann sollst du viel Frucht hervorbringen in meinem Namen. Ich bin der Herr. Deshalb lasst euch weder durch einen Menschen noch durch irgendeine Lehre, die von den Kirchen der Menschen ins Leben gerufen wurde, in die Irre führen. Lasst euch weder beeinflussen, noch zweifelt aufgrund all ihrer hochmütigen Behauptungen, die sie fälschlicherweise Wahrheit nennen. Denn über ihren Häuptern ist ein Schleier, der von der Arroganz der Menschen festgehalten wird. Männer in Autorität, die in meinem Namen lehren und predigen, obwohl ich sie nicht gesandt habe. Denn sie sagen zu den Menschen, ich sehe, obwohl sie selbst blind bleiben. Schaut, all ihr Wissen ist verdorben. Nicht einer hat die Stimme des lebendigen Gottes gehört. Noch werden sie mich umarmen, wie ich wirklich bin. Deshalb, jene, die ich wähle, wähle ich,
und jene, die in dem Messias errichtet sind, werden auf keinen Fall verworfen werden. Ich bin der Herr.